Nicht genug Licht zu haben, um all die wundervollen Bücher um einen herum lesen zu können? Das wäre grauenhaft. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Dumm, de du, de lüt. Hä? Ups. Nein. Du was über Buchreparatur? Ich weiß alles. Oh, man geil. Muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt. Korrekt. Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Oh! Trollrotz? Korrekt. Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Voll dieses Dim. Geil. Ich hab ein nicht mal einen Zettel gesehen. Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja, es ist der Feuerzauber. Der ja. wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Okay. So, dann nehmen wir die Schublade und packen sie in den Kamin. Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren... Und dann nutzen wir den Feuerzauber. Ignifaxius Ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Cool. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Ach, wie süß. Es hat den roten Fresser gerufen. Okay, gucken wir mal hier. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig? Nimm mein Buch. Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Ja? Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Die müssen nachgeschrieben werden. Ich verstehe. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht, wie er dort hinaufkommen sollte. Ich dachte, in der Schule gäbe es nicht sonderlich viele Bücher. Kein Wunder, sie sind alle hier. Je nachdem, was sich noch hinter den Durchgängen befindet, könnte das hier leicht die größte magische Bibliothek des Landes sein. Okay, dann schauen wir uns diese Bücher an. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen! Es macht uns Angst! Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Weg, weg! Weg, weg. Okay, dann schauen wir uns die Mauer an. Mauer? Diese Wand? Dieser Bogen? Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Öffnen Zauber? Nein. Automat? Nee. Na gut, ich würde sagen... Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Na dann. Ich brauche Rotze von dir. Ah, ein Tischdeckchen. Guck mal hier, ist das nicht schön?
hässlich. Das stimmt nicht. Ich habe es von meiner Großmutter. Es ist ein Erbstück, das mir viel bedeutet. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Ich wollte, dass du in das Tuch reinschneuzt. Oh, wow, du bist so toll, Spinner. Okay, können wir mit dem Feuerzauber die Spinne... Das könnte theoretisch funktionieren. Praktisch würde ich wohl den ganzen Turm abfackeln. Was? Wilbur! Manchmal machst du mich narrisch. Kann ich vielleicht... Nein, den Trick kann ich auch nicht. Kann ich den Schrank abfackeln? Langsam kriege ich hier eine Krise. Alles, was ich versuchen will, funktioniert nicht. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich habe die Bibliothek gefunden. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Na toll. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Okay. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Alter! Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Dieses... Was ich noch wollte... Hast du gesagt, dieses lose Blatt? Ist der Zettel da eine Buchseite? Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. Tada! Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Nur zu. Ich liebe den Belobungssound. So, und jetzt kann ich das doch zusammennähen. Ich nähe die 7 zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Das sieht aus wie ein ganzes Buch, Junge. Und nicht nur 3 Seiten. 7, Entschuldigung. 7 Seiten. Ja, genau. Zurück kommst du normal, aber hin musst die Nase zuhalten. Okay, dann wollen wir mal das Buch reparieren. Also, wir tun... In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. So gut wie neu. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Gullivers Reisen. Du kannst mich lesen. Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest,
verblassen unsere Geschichten und wir vergessen, wer wir sind. Oh, das ist sehr traurig. Ich würde euch gerne allen helfen, aber ich habe noch so viel zu tun und ich kann euch unmöglich alle lesen. Bücher lesen ist uralte Magie. Man kann fremde Orte, die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Was bedeutet das? Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also gut. Mit wem wollen wir anfangen? Ich nehme mich! Ach, süß. Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Das war toll! Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Da! Ja, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lang genug. Ich habe die Bibliothek gefunden. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Wegen der Aufgaben. Ja. Die Bibliothek ist zurückgekehrt. Die Bibliothek ist zurückgekehrt. Und der Eingang befindet sich in der Eingangshalle. Verstanden. Was? Das war ziemlich gute Arbeit, oder? Wollen Sie jedes Mal ein Lob, wenn Sie etwas richtig machen, für das Sie bezahlt werden? Oh, du bist so ein Arsch! Was ich noch wollte... Ach, du kannst nicht mal! Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Weißt du... Ich mag dich nicht. Du bist gemein. Ich hab mir so Mühe gegeben. Wow. Wow. Das Leben ist endgültig in diese Bibliothek zurückgekehrt, wie es scheint. Das sieht ganz anders aus. Also durch das Licht, ne? Eine tolle Truppe. Ich habe nicht jedes der Bücher gelesen. Als ich erst einmal angefangen hatte, haben sich viele Bücher an ihren Text erinnert. Es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Ich musste nur ein paar Sätze lesen und sie konnten sich wieder daran erinnern, wer sie sind. Der Text kam zurück, tiefschwarz und gestochen scharf, und sie fingen an, aus sich zu zitieren. Alle auf einmal. Es war fantastisch. Ach, süß. Okay, sprich mit den Büchern. Hallo, Freunde. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt. Okay. Mhm. Sehr schön. Wilbo, der Bücherfreund, ist zurückgekehrt. Ein Hoch auf unseren König. Oh. Ja, ich habe doch nicht viel getan. Gesunkenen helfen heißt königlich handeln. Ach Gott. Euch scheint es ja wieder gut zu gehen. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen, so viel Wissen weiterzugeben. Morgen werde ich mit meinen Schülern herkommen. Sie haben ein paar gute Bücher nötig. Und wir brauchen sie. Die Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Die Tür zur Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Von jetzt an wird hier wieder mehr los sein. Hoffen wir es. Wir wollen doch nicht, dass sich die Bibliothek unser wieder so schämen muss, dass sie sich versteckt. Ah. Meinst du, deswegen war sie verschwunden? Philosophiebücher, die keine Gedanken halten können. Wörterbücher, die fast sprachlos sind. Wir waren keine Sammlung, auf die man stolz sein konnte. Okay. Wozu braucht ihr die Schüler? Du hast vorhin gesagt, ihr braucht die Schüler. Wofür? Na, damit sie du lesen. Du hast es doch selbst erlebt. Bücher, die nicht mehr gelesen werden, verlieren ihre Kraft. Sie verblassen. Sie werden vergessen. Nur solange wir gelesen werden, bleiben unsere Ideen und unser Wissen lebendig.